Der WTT Young Leader Award wird Ihnen präsentiert von Amt für Wirtschaft Kanton Thurgau, Bauwerkpaket, Leica Geosystems und der St. Galler Stadtwerk. Aus 36 Studierendenteams von der Ost, der Ostschweizer Fachhochschule, sind noch 6 im Rennen. Nur 2 können ihn gewinnen. Der WTT Young Leader Award 2021 in den Kategorien Marktforschung und Managementkonzeption. Es ist eine Auszeichnung der talentiertesten Nachwuchskräfte für die Ostschweizer Wirtschaft. Mehrere Monate lang haben sie ein Praxisprojekt geschaffen, in Echtaufträgen von Unternehmen für Unternehmen. Man hofft, dass man sie nie braucht. Und doch ist man im Schadenfall froh, wenn man sie hat. Die Gebäudeversicherung St. Gallen kommt zum Einsatz bei Brand- und Elementarschäden. Die Versicherung ist obligatorisch für alle Gebäude im Kanton St. Gallen. Das heisst aber nicht, dass Abläufe nicht hinterfragt werden. Die GVSG hat darum bei der Ost, der Ostschweizer Fachhochschule, ein Praxisprojekt für Studierende in Auftrag gegeben, um allfällige Verbesserungsmöglichkeiten aufzudecken. Mit dem Praxisprojekt haben wir mehr über unsere Kundinnen und Kunden erfahren. Wir wollten wissen, was ihre konkreten Bedürfnisse im Schadenfall sind, sodass wir unsere Prozesse dann auf diese Bedürfnisse ausrichten können. Als Grundlage für ihre Arbeit konnten die Studierenden auf bestehende Dokumente und Kundendaten zurückgreifen. Wir sind so vorgegangen, dass wir zuerst einmal riesige Datensätze analysiert und ausgewertet haben. Aufgrund der Ergebnisse haben wir dann unsere Umfrage gestalten und mit dieser und der ersten Analyse zusammen haben wir dann Massnahmen ableiten. Das Praxisprojektteam hat die Jahre 2015 bis 2019 genauer unter die Lupe genommen und 5'000 Kundinnen und Kunden befragt, die in dieser Zeit entweder einen Schadenfall hatten oder noch gar nie einen gemolden haben. Die ersten Ergebnisse haben sie mit 3 ausgewählten Grosskunden besprochen, um herauszufinden, ob die vorgeschlagenen Massnahmen ins Ziel treffen. Aus dem heraus haben sie dann ihre endgültigen Empfehlungen an Auftraggeber abgeleitet. Wir haben der GV schlussendlich 3 Stossrichtungen präsentieren. Das ist namentlich die Digitalisierung, die Automatisierung und das Customizing in 3 aufbauenden Schritten, wo sie jetzt in die Umsetzung mit Massnahmen mitnehmen können. Eine der grössten Herausforderungen für die Studierenden war es, aus einer wahren Datenflut die relevanten Schlüsse zu ziehen. Mit dem Ergebnis ist darum auch Ihren Statistikcoach von der Fachhochschule Ost äußerst zufrieden. Ja, zum Resultat ist zu sagen, dass wir neben den strategischen Stoßrichtungen von Digitalisierung, Automatisierung und Customizing der Gebäudeversicherung St. Gallen außerdem noch eine ganze Menge an weiteren Daten und Informationen zur Verfügung stellen, die Sie dann selbst weiterverarbeiten können. Das Ergebnis ist fundiert und es ist sehr praxisnah. So nah, dass die Gebäudeversicherung St. Gallen bereits erste Massnahmen umsetzen können. Wir haben ein neues Schadenformular kreiert, wir haben neue Funktionalitäten dort implementiert, also man kann Fotos aufladen, man kann Adressen suchen und wir sind dran, einen grossen Schritt weiter zu machen. Wir bauen eine Datendrehscheibe, die nachher die Grundlage bildet, um wirklich die Kundenbeziehung neu zu gestalten. Die Studierenden von der Ost haben der GVSG weiters aufzeigen, dass gewisse Annahmen und Erwartungen, die man an Kundenkontakt hatte, überarbeitet werden müssen. Das macht das Resultat für den Auftraggeber nur umso wertvoller. Für seine herausragende Leistung ist das Praxisprojektteam darum für den WTT Young Leader Award in der Kategorie Marktforschung nominiert. Es ist eine wahnsinnige Wertschätzung von Seiten Kunden, von Seiten der Jury, dass wir teilnehmen an dem Young Leader Award. Und es bestätigt auch, dass wir in dem Sinne eine gute Arbeit gemacht haben. Wer gewinnt den WTT Young Leader Award 2021? Die Preisverleihung findet am Montag, 27. September in der Tonhalle St. Gallen und per interaktivem Livestream statt. Mit der Zusammenfassung am Dienstag, 28. September auf TVO. Der WTT Young Leader Award präsentiert von Amt für Wirtschaft Kanton Thurgau, Thurcom, Scandola und Gallus Media.